Firma Tönnies und Meissner baut Einfamilienhäuser, vornehmlich Mehrfamilienhäuser, teilweise auch Gewerbeobjekte. Also eigentlich decken wir die ganze Bandbreite ab, die Sie sich im Bauen so vorstellen können. Der Hauptsitz ist in Bösel, vor 33 Jahren gegründet und seit einigen Jahren haben wir eine Filiale in Achim bei Bremen. Unsere Bauweise ist Massivbauweise, das heißt Stein auf Stein, ganz konventionell. Und wir haben für unsere einzelnen Gewerke eigene Handwerker, die fest bei uns angestellt sind. Hat den großen Vorteil, dass ein Haus genauso gut wird wie das andere, weil es immer dieselben Menschen bauen. Und wir dadurch auch relativ kurze Bauzeiten haben, weil alles Hand in Hand gehen. Die Menschen sich auf der Baustelle kennen, genau wissen, was muss ich heute vielleicht schon vorbereiten, damit der Kollege morgen weiterarbeiten kann. Und wir profitieren daraus aus sehr guter Bauqualität, kurzen Bauzeiten und vor allen Dingen auch fristgerechten Baufertigstellungsterminen. Und ja, dafür sind wir bekannt. Die Bauherren kommen zu uns mit ihrem Grundstück. Wir hören uns ihre Wünsche an, schauen, was soll gebaut werden. Gleichen natürlich auch das Baurecht erstmal ab. Manchmal ist es so, dass nicht unbedingt das gebaut werden darf, was man sich vorstellt. Und setzen uns mit unseren Architekten gemeinsam dann an einen Tisch. Es wird geplant, es wird gerechnet. Und ja, wir nehmen dann unsere Kunden an die Hand, bis letztendlich dann die Fertigstellung da ist. Das Ganze, ja, wie gesagt, Einfamilienhausbau ist so unser Hauptmetier. In Zukunft möchten wir, dass es strukturell so weitergeht. Wir sind ein expandierendes Unternehmen, bauen im Schnitt 140, 150 Häuser im Jahr in den letzten Jahren. Und da soll es auf jeden Fall bleiben, vielleicht noch etwas stärker werden. Wir haben gerade das Vertriebsteam noch etwas verstärkt, um Kontakte noch schneller bearbeiten zu können. Und wir sehen uns in der Zukunft auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.